Hallihallo und willkommen. Heute befinden wir uns mal wieder in meiner Küche. Das liegt daran, dass ich jetzt für meine Bade-Cupcakes, die ich ja schon mal gemacht habe, die verlinke ich euch unten, jetzt noch das Icing oben drauf machen möchte. Und dafür braucht ihr 20 Gramm Meringepuder. Das sieht so aus. Ist im Prinzip einfach normale, diese klassischen Meringe, die ihr im Supermarkt kaufen könnt. Ich zeige euch mal. Hier, so. Die zerkleinert ihr einfach zu Pulver und davon braucht ihr 20 Gramm. Dann braucht ihr Puderzucker und zwar 625 Gramm und Wasser. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau auswendig wie viel. Lass mich mal kurz gucken. Ich weiß es nur in Pappform. Das ist ein halber Cup. Ich glaube, es sind 125 Milliliter kaltes Wasser. Wirklich, wirklich wichtig, kaltes Wasser. Ich gucke aber nochmal nach und schreibe es euch nochmal unten in die Infobox. Und zwar fangt ihr damit an, dass ihr das Meringepuder und das kalte Wasser mixt. Dafür habe ich, wie ihr vielleicht hier sehen könnt, so ein Mixgerät. Grund dafür ist, normalerweise benutze ich lieber ein Handrührgerät, aber diese Masse muss man sehr, sehr lange schlagen. Und zwar wird es jetzt so aussehen, dass man erst das Meringepuder mit dem Wasser ausschlägt, bis es so steif ist wie steifes Eiweiß im Prinzip. Und dann gibt man nach und nach gesiebt diesen Puderzucker dazu. Lässt es weiter schlagen und dann muss man das fast 10 Minuten schlagen und das ist mir jetzt echt zu anstrengend mit der Hand und deswegen machen sie mit der Maschine. Und dann kann man es natürlich einfärben. Ich werde es heute versuchen, Gold zu färben. Ich habe mir das aus England gekauft. Das ist Altgold. Ich weiß leider nicht, wie es rauskommt. Es kann sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen gelbe Lebensmittelfarbe dazu färbe, aber das schaue ich noch. Und dann mache ich noch ein bisschen Ylang Ylang Geruch rein, einfach für den Geruch. Und es ist ja natürlich noch praktisch, wenn ihr so eine Dekorations-Piping-Bag, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, ja, auf jeden Fall so ein Spritzbeutel, wenn ihr so einen Spritzbeutel mit so ein paar Aufsätzen habt. Und natürlich braucht ihr so Bade-Cupcakes, die ich ja gemacht habe, die sind rot und ich verlinke sie euch nochmal unten, damit ihr sehen könnt, wie ich die hier gemacht habe, falls ihr es verpasst habt. Und dann würde ich einfach mal direkt loslegen. Okay, ich habe jetzt alles genau so gemacht, wie es beschrieben worden ist und ich zeige euch meine Masse mal, weil sie sieht absolut nicht so aus, als könnte ich sie wirklich mit einem Spritzbeutel auf diesen Cupcakes verteilen. Sie sieht nämlich so aus. Sie ist sehr klebrig, sehr massig, ich glaube, aber sie wird sehr, sehr schnell trocknen. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt so viele Produkte da drin benutzt, vor allem den Puderzucker, dass ich das nicht gern wegwerfen möchte. Und ich bin ganz ehrlich, das ist ein Geschenk für meine Freunde zu meinem Geburtstag. Und es ist jetzt eigentlich nur für die Schönheit gedacht. Und deswegen werde ich es jetzt trotzdem mal versuchen, auf die Cupcakes zu verteilen und mal schauen, wie es aussieht. Ich werde jetzt aber zuerst noch die goldene Farbe da reinmachen und mal gucken, wie es dann rauskommt am Schluss. Thank you.
So, die fertigen Cupcakes sehen dann jetzt so aus. Ihr seht, ich habe da so ein Harry Potter Emblem drauf gemacht und ein bisschen Glitzer noch. Das Glitzer habe ich von einem Freund mal aus London geschenkt bekommen. Das bekommt ihr aber bestimmt auch auf eBay, so essbares Glitzer. Und die habe ich auch aus dem Internet. Das ist eigentlich für richtige Cupcakes zum Draufklatschen, aber ich dachte, die sehen jetzt so auch mal ganz süß aus. Und ja, das war's von mir. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht so gut funktioniert hat, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich finde, sie sehen trotzdem süß aus. Und jetzt haben sie halt mehr was von einem Muffin als von einem Cupcake. Aber gut, auch nicht schlecht. Meine Freunde werden sich wahrscheinlich trotzdem freuen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.